Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. In diesem Video möchte ich dir erklären, wie du dich richtig wiegst. Nein, ich zweifle nicht an deiner Intelligenz und ja, ich meine das wirklich ernst. Natürlich kannst du dich selber auf eine Waage stellen und siehst dein Gewicht. Ich habe keinen Zweifel, dass das klappt und dass du damit erfolgreich bist. Aber wir haben in unserem Alltag immer wieder mit der Situation zu tun, dass sich Leute, egal ob sie zu- oder abnehmen wollen, auf Deutsch gesagt mit dem Thema Waage total verrückt machen. Das ist eine totale Zeitverschwendung, die dich überhaupt nicht ans Ziel führt, nicht im geringsten. Folgende Dinge möchte ich dir dazu erklären. Das erste ist, du hast nicht ein Körpergewicht. Du musst eigentlich von dir mal mindestens zwei Körpergewichte festhalten. Und das ist der Bereich, in dem du immer pendelst. Und das ist ganz natürlich, das ist vollkommen normal. Das Körpergewicht schwankt mit dem Toilettengang, mit der Nahrungsaufnahme, mit dem Nachtschlaf, mit dem Hormonhaushalt, mit der Tageszeit an sich möglicherweise. Das ist ein völlig normaler Prozess, dass das Körpergewicht nie konstant gleich ist. Ja? Nehmen wir nur mal als Beispiel Salz in der Nahrung, was Wasser bindet oder auch ausschleusen kann, je nachdem, ob es Natrium oder Kalium ist. Oder nehmen wir auch Kohlenhydrate, gespeicherte Kohlenhydrate in der Muskulatur, in der Leber, das nennt man dann Glykogen, bindet Wasser. Und zwar ungefähr die doppelte, dreifache Menge vom Eigengewicht bindet das an Wasser an sich dran. Das heißt, je nachdem, ob du jetzt viel oder wenig Kohlenhydrate gegessen hast, schwankt damit schon dein Körpergewicht total. Was schwankt damit aber überhaupt gar nicht? Deine Muskelmasse oder dein Körperfettanteil. Knochen natürlich erst recht nicht. Und was macht man ja, wenn man sich wiegt? Dann möchte man ja wissen, habe ich mehr Körperfett oder habe ich mehr Muskelmasse? Je nachdem, was das Ziel ist, ob man zu- oder abnehmen möchte. Ja, und genau das kriegst du eigentlich nicht raus, wenn du dich täglich auf die Waage stellst. Das macht gar keinen Sinn. Das heißt, eigentlich brauchst du zwei Gewichte. Du brauchst eine Gewichtsspanne, eine Range, in der du dich bewegst. Bei mir persönlich ist das so, ich bin ja fast 2 Meter groß, 1,98 Meter. Ich habe ein Körpergewicht, das pendelt eigentlich so zwischen 110 oder 111 bis 114 Kilo. In dieser Spanne pendel ich hin und her und das ist für mich mein persönliches Normalgewicht, 110 bis 114 Kilo, was ich seit vielen Jahren halte und was mein konstantes Gewicht ist, in dem ich konstant hin und her schwanke. Wie mein Körper aussieht und wie mein Körper zusammengesetzt ist, das ist was anderes. Mal habe ich mehr Muskelmasse, mal habe ich mehr Körperfett, je nachdem, wie und was ich gerade trainiere oder wie ich mich gerade ernähre. Aber trotzdem schwankt mein Körpergewicht in dieser Spanne hin und her. Es mag jetzt vielleicht relativ eine große Spanne erscheinen. Nun, bei mir ist es so, ich beobachte das nun mittlerweile seit knapp 10 Jahren und in diesem Bereich geht das wirklich immer plus minus dort hin und her. Das heißt, das Erste, was du mal versuchen solltest rauszukriegen ist, was ist dein hochnormales Gewicht, bei mir 114, und was ist dein tiefnormales Gewicht, bei mir ungefähr 110. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, wenn du dich wiegst, meiner Meinung nach reicht es, sich einmal pro Woche zu wiegen. Das reicht vollkommen aus. Und schreib dir das Gewicht auf. Heutzutage gibt es ganz viele kostenlose Apps, die man dafür verwenden kann. Oder machst es dir einfach in der Excel-Tabelle. Oder wegen mir auch einfach auf ein Blatt Papier und bildest dir mal einen Graphen daraus. Auch wieder, egal ob du zunehmen oder ob du abnehmen möchtest, der Trend ist entscheidend. Und das geht niemals linear. Das heißt, wenn du... Sagen wir mal, du möchtest zunehmen, du möchtest gesund zunehmen, du möchtest durch Muskelaufbau und gutes Training dein Körpergewicht gesund steigern, dann wird das nicht so funktionieren. Es ist ganz normal, dass das im Prinzip so geht, aber unterm Strich brauchst du einen Graphen, der ansteigt. Und es macht nicht Sinn, das täglich zu messen, da macht man sich einfach nur verrückt, weil man, ja, wie vorhin eingangs schon gesagt, je nachdem, wie du auf Toilette warst oder was du gegessen, getrunken hast, hast du ruckzuck mehr oder weniger Gewicht. Aber dein Muskelmasseanteil hat sich dadurch überhaupt nicht verändert. Das braucht ja Zeit und Nahrung und Energie und Training. Das ist nichts, was ruckzuck funktioniert. Also Punkt 1, wiege dich einmal die Woche und schreibe das auf. Wenn du es nicht aufschreibst und dir nur merkst, siehst du kleine Veränderungen nicht. Das sind ja manchmal nur Kommastellen, die sich verändern, aber der langfristige Trend, den macht es letzten Endes aus. Punkt 2, also einmal die Woche wiegen reicht und schreib das Gewicht auf jeden Fall auf. Und Punkt 2 ist, finde raus, was dein hochnormal und was dein tiefnormales Gewicht ist. Und wenn du dich in diesen Bereichen konstant hin und her bewegst, dann ist das völlig okay. Wenn du jetzt zum Beispiel
nicht das Ziel hast, bewusst zu oder abzunehmen, dann wiegst du dich einfach und siehst, okay, das ist plus minus immer gleich. Und wenn das irgendwann anfängt, dass das nach oben ausbricht, dann macht es wahrscheinlich Sinn, etwas zu unternehmen. Und damit sind wir genau bei Punkt 3. Ich stelle interessanterweise fest, dass ganz, ganz viele Leute, aber wirklich die große Masse von denen, die sich regelmäßig wiegen, aus ihren Gewichtsaufzeichnungen überhaupt keinerlei Konsequenzen ziehen. Das heißt, die wiegen sich, sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden, weil es zu viel oder zu wenig ist, aber sie verändern nichts. Und dann wiegen sie sich 3 Tage später wieder und sagen, ach, es ist wieder zu viel oder zu wenig, und sie verändern wieder nichts. Und das ist etwas, was ganz interessant ist anzuschauen, aber was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn du dich wiegst einmal die Woche und du bist mit dem Trend dieses Wiegens, zum Beispiel nach 4 oder 6 oder 8 Wochen nicht zufrieden und sagst, nein, ich bin zu leicht oder ich bin zu schwer, dann leite doch bitte eine Handlung daraus ab, in deinem eigenen Interesse, die dich zum Ziel führt. Und wenn du nicht weißt, was du machen sollst, kein Problem. Frag uns einfach, schreib uns, kontaktiere uns, wir helfen dir gerne weiter, das ist überhaupt kein Problem. Aber sich immer nur zu wiegen und festzustellen, das Ergebnis gefällt mir nicht, naja, das bringt ja nicht wirklich was weiter. Danke, dass du zugeschaut hast. Schreib uns deine Erfahrungen zum Wiegen in die Kommentare. Schreib uns gerne, wenn du was wissen möchtest oder auch wenn du ganz anderer Meinung bist. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.